So, hier oben kommen die Metzgereien her. Zumindest machen wir mal eine. Das reicht im Leben nicht, aber eine ist besser als keine. So, und die sind am Limit. Da kriegen die auf jeden Fall zur Entlastung nochmal ein größeres Werkchen hergestellt. So. Dann müsste es denen auch gleich gut gehen. Schaut gut aus. Das weniger. Die Produktion läuft auf 172%. Ja, huch. So, wie ist es bei euch so? Ihr wollt nur einen Rind haben. Wann geht's euch gut? Ah ja, hier. Wird schon geliefert. Es müsste ja denen hier eigentlich gefallen. Weil die sind ja diejenigen, die Rind wollen. Zufluss, Einfluss auf die Zufriedenheit etwas. Warum zahlen die eigentlich so wenig Steuern? Was ist mit ihnen? Ich verurteile das. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Steuerumschichten. So, Gesetze. Was ist als nächstes? Was steht denn hier? Waffenkontrolle. Es muss mehr investiert werden, damit die Polizei flächendeckend auf unregistrierte Waffen kontrollieren kann. Nicht registrierte, illegal angeschaffte Waffen stellen großes und allgegenwärtiges Sicherheitsrisiko dar. Kann die Polizei öfter nach Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen kontrollieren, sorgt dies für die Erhöhung der allgemeinen Sicherheit. Chat, akzeptieren wir diese Waffenkontrolle? Kurze Meinungen, wie soll die Stadtverwaltung, also quasi ihr alle zusammen, ja, ihr seid die Bewohner dieser City, wie sollen wir handeln? Sollen wir Waffenkontrollen einführen? Flächendeckend? Das kostet uns natürlich 10.000, das ist ein teures Vergnügen, aber erhöht die Sicherheit natürlich aller Bewohner um 5%. Ich glaube, der Chat ist sehr, sehr deutlich. Sehr deutlich für Waffenkontrollen. Okay. Ja, na gut. Ah, okay. Hast ja genug. Ja, noch, ne? Wir schmeißen das gerade mit vollen Händen raus, ne? Wobei, jetzt geht's noch. Wir machen immer noch Plus insgesamt. So. Schauen wir mal hier weiter. Waren das jetzt ganz großen Häuser? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Spiel gespeichert. Wieso gefällt es euch nicht hier zu wohnen? Geht halt. Mit ihnen. Ziehen ein und sind erstmal unglücklich. Was soll denn das? Gibt's halt ein Gymnasium noch. So, und dann brauchen wir hier nochmal... Die sind noch voll im Radius, brauchen wir das nicht. Police. Oh, 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 Strom, 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 Chat. Hab ich gerade Stromengpass gesehen? Lass uns das sofort überprüfen. Das tut weh, das tut... Yo. Haben wir hier noch ein Müllkraftwerk, Biogas, Sonnenwärme ausgebaut, kein Problem für uns. So, Schluss jetzt. Die müssten jetzt eigentlich unseren energieproblematischen Teil hier lösen können, oder? Oh ja, bisschen. Ganz leicht. Das hilft nur minimal, um unsere Energie hinzubekommen. So viel hatten wir noch nie.
ja, es war notwendig, diese Erweiterung zu bauen, auch wenn die sehr teuer war, mussten wir das tun, weil wir den Bedarf hatten. Okay, ich gehe ja schon mich schämen. So. Dass einer, dass er immer übertreiben muss. Ja, immer. Hallo? Alles andere wäre unverschämt. Alter, was mit ihm denn eigentlich? Krass, oder? Reduzieren das mal schnell auf so vielleicht. Bisschen weniger. Da muss einfach ein bisschen übrig bleiben, weil das können wir so auf Dauer nicht durchhalten. Weil die können ja schon gar nicht mehr abladen. Ich könnte schon noch eine weitere Spedition bauen, aber ob das dann notwendig wäre, weiß ich halt nicht. Schaut es eigentlich mit den T-Shirts aus. Das mit die Schaf ist ein Problem. So. Gut. Wolle hatten wir, glaube ich, nämlich noch relativ viel, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Nix mehr. Okay, das ist okay. Dann brauchen wir, glaube ich, noch mehr als diese eine Schafsgeschichte. Weil das hatten wir eh schon. Ich meine, da waren eh schon immer so ein bisschen Engpässe da. Dann lass uns das nochmal richtig machen. So, leichte Produktion hier. Ganz leichte Produktion. Jetzt fehlt es natürlich an Wasser. Radiusmäßig? Nee, generell. Nee, passt. War doch Radius. Die Musik ist vom Spiel. Ja, Rainer, genau. Die kommt vom Spiel selber. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das mit der Wolle hinbekommen. Ob wir jetzt generell mehr haben. Weil das könnte ja auch die Produktion dann drücken. Es wird schon leicht mehr produziert. Jetzt kommt Wolle gerade mal so ein bisschen in Fahrt. Aber droppt immer wieder runter. Aber es wird mehr. Also es wird mit jedem Produktionsschritt wird es leicht mehr. Ey, Moment, das droppt jetzt gar nicht mehr runter. Ich meine, das dauert seine Zeit, bis so eine Produktion richtig anläuft. Wolle scheint jetzt wohl einen Punkt erreicht zu haben. Das Geld ist gleich weg. Ja, wobei jetzt machen wir gerade wieder massiv Plus, weil wir nichts bauen. Oh, jetzt gehen die Textilien drauf. Läuft. Mensch. Schaut das Gesamt aus? Pupp und weg. Ja, aber wir scheinen das Problem jetzt hier gekappt zu haben. Ich glaube, das könnte gut sein. Die Wolle darf halt bloß nicht mehr ganz runterdroppen. Das wäre halt sau ärgerlich, ne? Oh yes, genau so meine ich das. Ja, jetzt produzieren wir wieder für die Zukunft. Sehr entspannende Musik. Rainer finde ich auch. Absolut. Sehr, sehr entspannt. Sehr beruhigend. Nicht stressig, was ich sehr, sehr schätze tatsächlich. Okay, wir haben wenig Getreide. Wenig Mehl. Das heißt, unser Brot wird auch knapp. Das heißt, wir brauchen zwangsläufig nochmal ein bisschen mehr Getreide. Die Straßen.
Außenwinkel ist zu klein. Wollt ihr mich veräppeln? Howie! Punkt. Dankeschön, Howie, für deinen Resub im 13. Monat schon. Howie, das ist saulieb von dir. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank für 13 Monate Support an der Stelle. Dankeschön. Ey, jetzt haben wir unser neues Gebiet hier aber auch schon ordentlich erweitert, du. Das lohnt sich tatsächlich hier. Wir können ja im Übrigen auch noch weiter Grundstück kaufen, glaube ich, oder? Ja, können wir. Lass mal uns über das Grundstück hier unten reden. Nein. Hier oben ist Quarz, ansonsten nirgendwo. Titan, hätten wir hier unten ein Schlückchen oder hier ein bisschen? Da oben wäre auch noch interessant. Uran sehe ich nichts. Hier die Kohle könnten, also dieses oder diese, also diese Geschichte schaut mir insgesamt besser aus gerade. Es mangelt an Obst. Es mangelt an Obst, also wir brauchen Flächen. Edelsteine wären hier, aber mit denen können wir, glaube ich, noch nichts anfangen und wir hätten auch welche. Lithium haben wir auch einen Zugriff drauf. Ich kaufe das jetzt gerade mal noch nicht, weil ich es einfach schlicht nicht abschätzen kann, was gerade wichtig ist. Okay, wir machen Folgendes. Wir haben ja hier auch eine Spedition. Dann lass uns hier drüben unsere kleine Geschichte hier mal verobsten. Bei Obst und Gemüse brauchst du halt auch irgendwie immer, ne? Das können wir halt hier an der Stelle schön einbauen. Das wäre jetzt noch eine interessante Geschichte hier. Warum geht das nicht? Oh nein, ich komme hier nicht hoch, weil das so in den Boden reingebaut ist. Oh no. Aber hier komme ich raus. Gut, das müsste reichen. Spiel gespeichert. Schön. Schön Sonnenblumenfelder. Herrlich. Ach, Freunde, ist es nicht schön? Bei uns. Ist es nicht schön? Ja, ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser. Da verdurstet jetzt schon keiner. Man muss auch mal die Zeit für den Moment nehmen, Chat. Man muss sich mal Zeit für den Moment nehmen, einfach ein bisschen sich zurücklehnen und sagen, ja, Sonnenblumenfeld. Sonne geht gerade hoch. Wird ein schöner Tag heute. Ja. Der Schatten der Windräder streift hier. Ey, das ist im Übrigen auch cool, dass das tatsächlich funktioniert hier. Mit dem Schatten. Das ja gut gemacht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sonnenblumen sind das beste Obst. Fruchtemüsli, bin ich voll bei dir.
Das muss man schon respektieren auch, ne? Also so ein ordentliches Sonnenblumenkern, das ist schon, das hat schon was. Das bringt dich mental auch weiter. So, das wird einfach nur ein Mangel sein hier drüben. Vom, genau. Was, ein Gebäude hat ein Problem? Wie, der ist nicht angeschlossen? Und jetzt? Okay, passt. Komisch. So! Was brauchen wir noch? Manager Stufe 4. Das heißt, wir werden unsere ganze Expansionspolitik aktuell auf diese Leute stecken. Ressourcen fehlen? Was fehlt denn da? Glas! Oh no. Nicht schon wieder Glas. So, sollte erstmal einen Moment reichen. Jetzt explodiert gleich alles, weil wir so viel Glas produzieren, dass alles zu spät ist. Und dann kriegen wir endlich mal unsere Managers hier rein. Die brauchen noch mehr Kirche. Es gibt einen Mangel an Fleisch. Ah, Moment, er hat mich wieder weggeschoben. So, gibt einen Mangel an Fleisch, das ist natürlich unangenehm. War aber abzusehen tatsächlich. Schornstein, weißer Rauch, meine Lieben. Habimus, Zwergpam. Was? Ja, ja. Steigt weißer Rauch aus. Auf, das ist natürlich ganz wichtig. So, es mangelt an Fleisch. Lass mal gucken. What's the problem? Produzieren wir genug Rind? Wir produzieren Rind am Limit, meine Lieben. Die neue Fernsehsendeserie, also ist gar kein Problem. Rind am Limit. Ein neuer Papst ist gewählt worden. Ja, genau. So. Der neue Rinderwahnsinn. Was? Kann ja gar nicht sein. Vier Büros fehlen mal wieder. Also mit Büros sind wir... Wir waren mal eine Zeit lang, hatten wir so viele Büros, dass alles zu spät war. Aber mittlerweile... Sind wir ehrlich. Mittlerweile ist das schon lange nicht mehr so. Rind Unlimited. Rindertausch. Die bräuchten natürlich jetzt irgendwie Unterhaltung, aber das ist so nah dran. Das ist mir zu nah dran an dem Ganzen. Das macht zu viel Lärm und damit kommen die nicht zurecht. Also das ist, die wollen das zwar, aber sie kriegen es einfach nicht, weil dann beschweren sie sich wegen dem Lärm und das kann ich halt überhaupt nicht machen. Solange ich nicht irgendwas gegen den Lärm tun kann, bringt mir das alles nichts. Dann lasse ich sie lieber dahingehend unglücklich, dass sie dieses Ding... nicht bekommen.
Das Minus kann auch vom Stahleinkauf sein. Der Stahl ist mit Sicherheit unfassbar teuer. Jo, 25.000 kostet die Tonne. Und wir kaufen nicht wenig ein. Dafür machen wir aber jetzt immer weiter Plus, weil das muss man auch sehen, ne? Also mit jeder Wohnung, die hier gebaut wird, wir nehmen krass viel Steuern dadurch ein. Und mit jedem Stahl, das wir hier ausgeben letzten Endes, finanzieren wir ja wieder neue Wohnungen, die wir massiv wieder neue Einnahmen für uns erzeugen. Also das lohnt sich am Ende des Tages dann schon. Das kostet im ersten Moment natürlich richtig krass viel. Guck mal, wir haben sogar 3% Arbeitslose. Und 1000 Obdachlose. Wieso 1000 Obdachlose? Wieso haben wir so viele Obdachlose, Chat? Nussi, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Wie ist das Spiel bis jetzt so? Von Aufbau-Fan empfehlenswert oder noch ein bisschen warten? Es ist schon viel drin. Also du hast auf jeden Fall schon viel Spaß. Und ein City-Builder, der am Ende halt so aussieht, ja, das wirkt halt schon, ne? Es macht schon Bock. Es kommt halt darauf an, ob du mit der Entwicklung leben kannst. Oder ob du sagst, ja, so schaut schon ganz geil aus. Ist aber halt noch lang nicht fertig. Das ist die Frage. Aber für einen City Builder im Early Access, da sind schon einige Stunden Spaß drin. Würde ich sagen. Würde ich schon sagen. Und mal sind wir ehrlich, wie viele City Builder gibt es, die aus Deutschland kommen? Also von daher, das lohnt sich dann schon, wenn man noch den Aspekt hat, dass man halt ein deutsches Studio da unterstützen möchte, was halt super selten ist. Ja, das finde ich schon gut. So viele gibt's halt da nicht, ne? Aber so, es ist auch schon mit dem Meilenstein, wir sind jetzt immer noch nicht fertig und wir haben jetzt schon den sechsten, siebten Stream oder so. Also es geht schon und jetzt kommt als nächstes, kommt dann die nächste Geschichte. Also dann können wir mit Wein anfangen. Ja, also ich glaube, da ist was drin. Ja, wir haben, genau. Genau, gleich beantwortet, genau so muss es sein. Nee, wir haben schon noch ein bisschen was vor uns. Aber wir sind schon ziemlich, also ich glaube recht viel mehr als dann, weiß nicht wie viele Meilensteine dann am Ende noch kommen, aber ich glaube das war es dann auch gewesen, weil dann haben wir die höchste Entwicklungsstufe an Bevölkerung tatsächlich damit auch erreicht. Deswegen pushe ich gerade auch diesen Ausbau so sehr, weil ich eben diese neue Bewohnerstufe erreichen möchte. Ne? Also die erreiche 25.000 Manager. Das ist schon ein krass weit gestecktes Ziel. Also die anderen waren viel einfacher zu erfüllen als dieses hier. Was ist denn mit euch? Warum seid ihr alle so unhappy? Sind denn diese alle so pisst gerade? Und wieso steigen mit jeder Managerstufe Obdachlose und Arbeitslose an? Also Arbeitslose verstehe ich ja noch. Aber Obdachlose? Why? Ja, die wollen Parks und so weiter, aber dann, wenn du Parks baust, schimpfen sie, dass Parks da sind, weil die alle so laut sind. Ah ja, jetzt gehen die Obdachlosen... Nee, steigen immer noch. Wieso? Obdachlose, kann ich die separat filtern? Nee. Schwierig. Das Schlimme ist natürlich auch, wenn ich so schnell so viel baue, durch den Einkauf von Stahl, kostet uns das natürlich ewig viel Geld. Genau, Skadix, das haben wir ja schon mal gemacht, dass wir Parks hier quasi zwischen Reihen versteckt hatten, ja. Aber das ist schon, die sind schon von der Lautstärke her sehr krass nebendran. Warte mal kurz, hier. Hier sieht man das. Die sind, also wenn ich die in so ein breites Feld reinbaue, dann haben die das drinnen. Aber die hier sind schmaler, das sieht man hier ganz deutlich. Das stört die auf der Seite jetzt nicht so sehr. Die Frage ist natürlich, ob wir das vielleicht mit einem Kino machen können. Oh, Moment, stop it.
Wir haben ein Gemüseproblem. Ein Gemüseengpass. Das tut schon ein bisschen weh gerade. Moment. Hier oben. Hier bauen wir Obst an. Da geht auch Gemüse noch rein. Mal so ein richtig schönes Gemüsewerk. So, und dann machen wir hier noch ein zweites rein. Damit wir dem gleich entschieden entgegenwirken können. So. Und dann, um das Ganze hier mal ein bisschen zu entlasten, weil ich glaube, ich sehe hier keine Spedition. Gibt es hier hinten oder hier oben nochmal eine Spedition, die das alles nochmal ein bisschen entlasten soll, damit die hier schneller geholt werden können. Weil es hilft uns nichts, wenn das Zeug da in Plantagen verrottet. Wir brauchen das halt tatsächlich direkt und unmittelbar im Lager. Das geht noch größer. Ja, das ginge bestimmt. Aber ich nutze lieber die Möglichkeit, dass die hier separat lagern. Dann, weil wir LKWs haben wir in der Regel ein paar. Dann könnten wir vielleicht mit den LKWs hier zusammen noch ein bisschen mehr gleichzeitig holen. Nee, Baufläche können wir erweitern. Wir kriegen immer mal wieder pro Meilenstein immer mal wieder so ein bisschen Forschungspunkte. Und dann können wir uns von denen auch zum Beispiel Landesgrenzen kaufen. Manchmal kriegst du mit dem Meilenstein auch eine Erweiterung. Aber recht viele Erweiterungen haben wir jetzt tatsächlich auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen strategisch uns überlegen, wollen wir die eine Ressource oder die andere? Das ist natürlich noch so eine Überlegung, die wir dann treffen müssen. Hier am Anfang haben wir halt solche Felder gebaut, ne? Sowas hier. Da, Gemüsehof. So ein ganz schnuckeliger. Ja, und mittlerweile bauen wir halt solche Höfe. Das siehst du fast schon nicht mehr das Ding. Ja, ist eine andere Liga jetzt. Und es ging ja natürlich noch größer, ne? Also ganz klar. Kostet halt ein bisschen mehr, aber von dem reinen Grundnahrungsmittelgedöns, das kriegen wir hin. Klamottentechnisch sind wir auf Limit, das passt. Verkaufen wir nicht Klamotten auch? Nee. Ich weiß es noch nicht. Brot ist gut. Schnitzel sind gut. Obst ist gut. Gemüse wird besser. Fisch ist gut. Gewürze passt so. Bier ist gut. Ich habe immer noch den Eindruck, dass Müll halt einfach nicht zurechtkommt. Können wir nochmal eine kleine Entmüllung bauen? Einfach nur zum Entlasten von dem Bereich hier. Weil die Dinger sind einfach ein bisschen besser. Und die haben einen riesen Radius. Mal das mal so. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. We'll get away. This is what we waited for.